In Baden-Württemberg im Städtedreieck Willingen-Schwenningen-Bad Dürrheim liegt das Schwenninger Moos. Heute umfasst es noch ca. 100 Hektar. Ausgangspunkt für die Moorentwicklung im Schwenninger Moos war die Entstehung einer flachen Senke, in der sich ein See bildete. So könnte er ausgesehen haben. Die Reste abgestorbener Pflanzenteile und mineralisches Material setzten sich am Grunde des Sees ab und vermischten sich zur Torfmudde. Der Pflanzengürtel im und am See breitete sich dann immer weiter aus, bis vor etwa 8000 Jahren die offenen Wasserflächen vollständig verschwanden. Noch war der Kontakt zwischen dem Grundwasser und dem entstandenen Niedermoor aber gegeben. Mit jedem weiteren Jahr wuchs die Schicht der abgestorbenen Pflanzen höher, bis der Kontakt zwischen der Torfschicht und dem Grundwasser schließlich abriss. Torfmoose waren nun die bestimmenden Pflanzen. Sie wölbten in den folgenden Jahrtausenden den Hochmoorschild des Schwenninger Mooses auf. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts begann man mit Entwässerungsgräben das Moor trockenzulegen, um den Torf abbauen zu können. Immer mehr Menschen hatten sich in dieser Gegend angesiedelt. Man brauchte den Torf, um den gestiegenen Brennstoffbedarf zu decken. Durch den Abbau wurde im Laufe der Zeit das Hochmoor vollständig zerstört. 1939 wurde das Schwenninger Moos dann zum Naturschutzgebiet erklärt. Der Not gehorchend wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aber erneut Torf abgebaut. In den 80er Jahren nahm man dann einen neuen Anlauf. Die erste Maßnahme war die Wiedervernässung. Der Wasserspiegel wurde um einen halben Meter angehoben. Viele moorfremde Baumgruppen, die sich in den letzten Jahrzehnten angesiedelt hatten, starben infolge der Wiedervernässung ab. Um die morgendliche Stimmung einzufangen, sind wir sehr früh losgegangen. Wir wollen erleben, wie der Nebel aufsteigt und dann langsam die Sonne die Oberhand gewinnt. Dabei werden wir durch den Teil des Mooses gehen, der für Interessierte zugänglich ist.